Und da sind wir jetzt mit Max Hubacher. Er ist der Mann, der mit diesem Film hoffentlich ganz, ganz groß durchstarten kann. Gott, du kannst am Arsch sein. Mega Film. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Rolle. Wie war es, diese Rolle zu drehen? Es war eine sehr berührende Geschichte für mich. Auch schon beim Drehbuch habe ich es rausgefunden, weil ich selber persönlichen Bezug auch zu dieser Geschichte habe. Und deswegen wollte ich dieses Projekt unbedingt machen, weil der Film die Thematik Tod, Krankheit, aber auch Leichtigkeit eigentlich immer mit einer gewissen Leichtigkeit, aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt. Und das fand ich total berührend, weil es nicht immer nur sehr ernst ist und nicht immer nur total lustig, sondern beides hat. Das finde ich eigentlich das Schwierigste, eine Geschichte so zu erzählen. Was ich hier so interessant fand, war diese These mit den vier Stufen der Liebe. Wobei halt dann die höchste wirklich das ist, dass man wirklich also quasi ja. nicht mal an sich selber denkt, sondern eben einfach nur noch für den anderen da ist. Ja. Was du ja mit deiner Figur als Steven auch tust. Absolut, ja. Wie wichtig ist sowas auch vielleicht für dich persönlich eben mal, nicht immer nur an das eigene Wohl zu denken, sondern immer mal zu sagen, da ist jetzt jemand und für den gehe ich jetzt wirklich quasi barfuß bis ans Ende der Welt. Ja, natürlich. Also es ist ja letzten Endes Selbstlosigkeit und ich glaube, man muss sich die Leute natürlich schon sehr gezielt aussuchen, wo man das wirklich macht. Beziehungsweise man kann sich das wahrscheinlich gar nicht aussuchen. Also ich habe meine Familie, meine engsten Freunde, die habe ich seit immer. Die habe ich mir nicht ausgesucht, die sind halt da. Und da ist es zum Beispiel so. Für die würde ich sterben, für die würde ich alles machen. Und natürlich, aber ich finde trotzdem auch, dass man auch trotzdem immer gucken muss, dass man zu sich selber guckt. Natürlich, und sich selber auch nicht vergisst. Ne? Weil das kann auch passieren, dass wenn man nur für andere schaut, dann quasi sich selber dabei auch vergisst. Das ist immer so ein schmaler Grat, finde ich. Jetzt ist es ja auch so, dass dieser Film hoffentlich auch vor allen Dingen eine junge Zielgruppe anspricht. Was möchtest du den jungen Leuten gerade auch sagen, die sich wahrscheinlich noch niemals Gedanken darüber gemacht haben, eben, dass das eigene Leben doch endlich ist und die vielleicht auch hoffentlich irgendwie mit einem lebensbejahenden Gefühl, denn ich finde, das gibt dieser Film, dann aus dem Kino rausgehen, weil einfach wieder einem noch klar wird, nach all den ganzen Problemen, das Leben ist schön. Ich glaube aber durchaus, dass sich junge Leute absolut bewusst sind, was es eigentlich auch für schlimme Sachen auf der Welt gibt und sich dem auch stellen eigentlich total. Ich denke mir eher, dass man eigentlich schon fast wieder eine gewisse Leichtigkeit eigentlich rausnehmen könnte. Ich wünsche mir gar nicht so eine Schwere jetzt oder so eine Ernsthaftigkeit für die Jugend. Ich habe das Gefühl, die Jugend und die jungen Leute, die ich glaube ich auch noch knapp dazu zähle, irgendwie so setzt sich sehr mit dem Jetzt, mit den jetzigen Problemen auseinander. Deswegen würde ich da mir eher wieder ein bisschen oder den Menschen wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit gönnen. So. Ich glaube, dass du auch mit dem Film sehr gut durchstarten wirst. Du bist ein sehr attraktiver junger Mann und ich kann mir vorstellen, dass die Fanbase hoffentlich sehr, sehr stark nach oben geht. Gerade bei den Mädels. Vielleicht ein paar Worte über dich, also quasi, wie kann man dich irgendwie beschreiben? Was hast du für Hobbys vielleicht irgendwie so? Was machst du sonst noch, wenn du gerade nicht on stage bist? Ich mache sehr gerne, ich liebe Sport. Ich mache total gerne Sport. Ich bewege mich, ich muss mich eigentlich immer bewegen. Ich arbeite sehr gerne, genauso gerne habe ich aber auch frei. Ich habe jetzt so will mir einen Roller holen und fahre extrem gerne einfach durch die Gegend, irgendwie auch mit dem Motorrad, was die Figur auch macht. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen über die Figur entdeckt. Und ich habe irgendwie so, freue mich einfach gerade auf alles, was irgendwie noch kommen mag. So, ich freue mich gerade irgendwie total auf die Zukunft. So, ja. Aber so einer Todeskugel warst du jetzt nicht selber? Nee, ich bin schon reingefahren, aber ich durfte natürlich nicht, das geht versicherungstechnisch gar nicht, dass ich da oben bin. Das kann ich auch nicht. Aber so ein bisschen anfahren drinnen, das durfte ich schon. Das war auch geil. Ich stand einmal drin, weil beim Zirkus Flickflack gibt es hier auch die Möglichkeit, dass du dich reinstellen kannst. Ja. Und ein Motorradfahrer fährt dann sozusagen um dich rum. Ja, und, okay. Das habe ich mal für die Kamera, weil mein Chef das machen wollte, von mir gemacht. Und das ist sozusagen natürlich was eben auch dann dementsprechend irgendwie dann eine Erfahrung war, sage ich mal. Weil ich muss das ehrlich sagen, da geht ja schon irgendwie die Düse. Ja, auf jeden Fall. Also ich war einmal im Zirkus mit irgendwie 5, 6 Jahren. Und dann gab es 2 Trapezkünstler, die jemanden gefragt haben aus dem Publikum, ob die den hochziehen bis ganz nach oben und nur an den Armen festhalten. Und ich habe mich irgendwie gemeldet, warum auch immer. Und dann haben die mich wirklich so hochgezogen bis an die... Und das war das Krasseste, glaube ich, was ich zirkusmäßig jemals erlebt habe. So. Das werde ich auch nie vergessen. Wahnsinn. Super. Ich danke dir recht schön. Vielen Dank. Danke auch. Danke.